am 29.03. soll Großbritannien die EU verlassen, sofern das britische Parlament zustimmt. Das wird zu einer tiefgreifenden Umwälzung im Verhältnis von Nordrhein-Westfalen zum Vereinigten Königreich führen. Und unsere grüne Europafraktion hat federführend mit der Uni Magdeburg ein Gutachten vorgelegt. Es gibt ein wirtschaftliches Gesamtrisiko für dieses Land, was 5% der Wirtschaftsleistung Nordrhein-Westfalens betrifft. Es geht um einen Gesamtumsatz in der Wirtschaft von 36 Milliarden Euro. Sie haben ein Brexit-Übergangsgesetz vorgelegt. Das sind zwei dürre Seiten mit sehr inhaltsnichtssagenden und inhaltsdünnen Aussagen. Und es gibt die Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums von Herrn Pinkwart, Überschrift: Nordrhein-Westfalen eröffnet Büro in London zur Förderung der Wirtschaftsbeziehungen mit Großbritannien. Stattdessen verbirgt sich dahinter eine Agentur, eine Briefkastenadresse, 2 Stunden vor London. Das wäre genauso, als wenn die Landesregierung in Emsdetten eine wichtige Einrichtung einrichtet und entsprechend behauptet, in der Landeshauptstadt Düsseldorf wäre hier ein wichtiges Unternehmen oder eine wichtige Agentur angesiedelt worden. Das macht wirklich misstrauisch und es macht deutlich, dass hier möglicherweise mehr im Argen liegt, als nur die Frage, unter welcher Adresse diese Agentur in London oder eben nicht in London firmiert. Und es gibt 7 konkrete Anfragen zu Unternehmensansiedlungen. Es geht hier um knapp 850 Arbeitsplätze, aber bisher ist noch nichts unterschriftsreif. Im Gegensatz dazu das Land Hessen. 50 Unternehmen haben klar mittlerweile signalisiert und unterschrieben, dass sie von Großbritannien nach Hessen wechseln wollen. Was macht Herr Merz als Brexit-Beauftragter? Denn Herr Merz hat ja dem BDR im O-Ton gesagt, das 4. Quartal 2018 sind die entscheidendsten Monate meiner Aktivitäten als Brexit-Beauftragter. Jetzt tourt er durchs Land als Kandidat für den CDU-Vorsitz. Es gab nur die Rückmeldung seitens der Landesregierung, das Gutachten würde im Februar 2019 vorgelegt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, der Brexit wird im Frühjahr 2019 durchgeführt. Und Sie müssen doch heute wissen, wie ist der Kompass, wie ist der Handlungsrahmen für das Land Nordrhein-Westfalen? Was tun Sie, um die Unternehmen zu unterstützen, damit es hier nicht zu einem tiefgreifenden Einbruch führt für Arbeitsplätze und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen?